Ich bin vor vielen Jahren das erste Mal hier in den Vier- und Marschlanden gewesen und ich weiß noch genau, dass ich damals schon gedacht habe, hier müsste ein Roman spielen. In meinem Roman Marschlande erzähle ich die Geschichte von zwei Frauen. Eine von ihnen ist Britta, die mit ihrem Mann und ihrer Familie hierher in die Marschlande zieht, aus der Stadt heraus. Und obwohl das eigentlich ein großer Traum von ihr gewesen ist, kommt sie hier nicht gut an. Und sie unternimmt lange Spaziergänge, die eigentlich mehr eine Flucht vor allem sind. Und dabei wird sie auf das Schicksal von Abelke Bleken aufmerksam. Eine Frau, die hier vor fast 500 Jahren am gleichen Ort gelebt hatte und als Hexe verleumdet und auch ermordet wurde. Britta ahnt schon, dass an der Erzählung über Abelke etwas nicht stimmt und sie beginnt zu recherchieren und sie schaut immer tiefer, aber je mehr sie aufblättert über Abelkes Leben, desto mehr Parallelen zu ihrem eigenen Leben werden ihr bewusst.